Ja, zu Cloppix im Allgemeinen. Was ist das? Es gibt doch schon so viele Linux-Distributionen. Cloppix ist eine Zusammenstellung von Linux-Kernel und Linux-Software, so wie das auch bei anderen Distributionen wie Ubuntu, SUSE und Co. der Fall ist. Mit einem Unterschied, das System ist optimiert darauf, nicht auf Festplatte installiert zu werden, sondern von USB-Stick oder von DVD oder von CD zu laufen. Sie können das auch über das Netzwerk tun. Das hat den Vorteil, dass man diesen Schritt mit der Installation vollständig einspart. Wenn Sie Lehrer sind und möchten eben mal einen Kurs halten unter Linux mit Linux-Software, dann reicht es, wenn Sie einen einzigen Stick mit dem System haben, stecken den in einen Rechner rein, starten dort den Cloppix Terminal Server, den finden Sie da unten im Menü unter Einstellungen und dann können Sie das ganze Klassenzimmer über das Netzwerk von diesem Stick booten und haben für einen Tag lang oder zumindest für Ihre eine Unterrichtsstunde Linux und es muss niemand irgendwas einstellen oder konfigurieren. Und wenn Sie fertig sind mit dem Unterricht, fahren Sie den Rechner runter und dann läuft wieder das, was vorher drauf war. Ja, das ist also eine Sache, die einem die Arbeit mit der Installation und Konfiguration abnehmen soll. Wenn Sie den Rechner starten, dann sollten Sie innerhalb von weniger als einer Minute in dieser grafischen Oberfläche landen. Ich bin eher so ein bisschen konservativ, was Oberflächen angeht, also kachelige Oberflächen, auch also solche, wo man nicht weiß, wo man noch hinklicken kann oder dass irgendwas startet. Da bin ich so ganz geheuer, deswegen bin ich erstmal beim klassischen Startmenü geblieben, obwohl es auch andere Möglichkeiten gäbe. Also Linux unterstützt ja eine Vielzahl verschiedener Desktops. Sie können Cloppix mit KDE 4, mit GNOME, mit dem LXDE und noch mit weiteren Desktops starten. Eine spezielle Variante davon will ich auch noch kurz erwähnen. Das ist das Adriana-System, was völlig ohne Grafik arbeitsfähig ist. Gut, eine Live-Distribution bedeutet also, läuft vom USB-Stick oder vom DVD, muss nicht installiert werden. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist da alles drauf? Im Jahr 1999 fing das an mit solchen kleinen CDs, Business Card Live-CDs. Da waren etwa 20 Megabyte drauf und es war so ein kleines Rettungssystem, wo man kaputte Windows-Rechner wieder instand setzen konnte, Platten partitionieren, Viren entfernen und so weiter. Viel war da nicht mitzumachen, aber für mich war das sehr interessant, wie sowas überhaupt funktionieren könnte, dass man ein komplettes Betriebssystem mit ein paar Anwendungen auf CD unterbringen kann. Cloppix war also nicht die erste Live-CD. Ja, ich habe das mir dann also angeguckt, wie das funktioniert mit dem El Torito Boot und nach meine eigenen Programme, die ich selber brauche, Tech für Dokumentenerstellung, Präsentationssoftware, Bürosoftware, Internetzugangssoftware, natürlich viele Sachen zum Reparieren von Rechnern und Untersuchen des Netzwerks, alles auf eine CD zu packen. Damals waren die Linux-Programme noch nicht ganz so umfangreich und groß wie heute. Wir hatten also auf der CD KDE und GNOME gleichzeitig drauf und noch einen Haufen andere Programme und Spiele. Heute ist die CD alleine schon mit KDE voll. Deswegen haben wir in der CD-Version traditionell jetzt immer den LXDE. Das ist ein sehr kleiner und schlanker Desktop. Das ist auch der, den Sie hier sehen. Er startet unterhalb von 2 Sekunden, also innerhalb der Zeit, wo die grafische Oberfläche startet, ab dann 2 Sekunden, dann haben Sie schon die Desktop-Oberfläche. Und zusätzlich haben wir hier oben drauf einen Aufsatz, der heißt Cockpit Fusion. Und er macht einerseits diese netten grafischen Effekte, ist aber auch praktisch. Sie können Programme, die Sie gestartet haben, auf verschiedene Würfeloberflächen verteilen und ja, eine Übersichtsfunktion gibt es, wir können sehen, was läuft gerade wo, auf welchem Desktop. Man hat also einerseits Platz, andererseits auch eine schöne Übersichtlichkeit. Und wenn sich der Desktop dann irgendwann mit Programmen füllt, dann wissen Sie das auch irgendwie zu schätzen, dass man dort so viel Platz auf den einzelnen Würfelseiten hat. Und man kann jederzeit wieder auf die andere Seite umschalten.